Epizentrisches? Epigonisches? Episches? Episches Theater! George, wie alt bist du? Ich? 16. Fast 17. Und was möchtest du mal werden, wenn du aus der Schule kommst? Aber Papa, das weißt du doch. Ich möchte Farmer werden, auf Onkel Lukes Farm. Da bist du also bereit, morgens früh aufzustehen? Dich um die Tiere zu kümmern? Das Heu zu machen? Holz zu hacken? Ja, genau. Aber Papa, warum fragst du? George, heute Morgen in der Praxis habe ich ein komisches Geräusch gehört. Was denkst du, was das war? George, das war deine Mutter, die Holz gehackt hat. Schau dir mal deine Mutter an. Sie kocht. Sie wäscht. Bügelt. Und dann muss sie noch in den Garten gehen und Holz hacken. Wahrscheinlich war sie es einfach leid, dich danach zu fragen, hat es dann einfach selber gemacht. Und du trägst die Kleider, die sie wäscht und bügelt. Du isst das Essen, was sie kocht. Und dann rennst du einfach weg und spielst Basketball? So als wäre sie irgendeine Angestellte, die wir zufällig im Haus haben, die wir nicht besonders leiden können. Ich habe dir noch gar nichts von dem Brief erzählt, den Jane Crawford gekriegt hat. Auf dem Umschlag stand Jane Crawford, Crawford Farm, Grover's Corner, Sutton Country, New Hampshire, Vereinigte Staaten von Amerika. Und was ist daran so komisch? Hör doch, ist ja noch nicht alles. Kontinent Nordamerika, Erde, Sonnensystem, Universum, Geist Gottes. Kaum zu glauben. Und der Postbote hat ihn trotzdem gebracht. Kaum zu glauben.
Musik.